Träume und Albträume liegen sehr nah beieinander. Das weiß jeder, der ein bisschen Seelenqual erlebt hat. Und wer hat das nicht? Und diejenigen, die beruflich damit zu tun haben, wissen, wovon ich spreche. Wenn man das allerdings in das Politische übersetzt, nämlich dass Träume und Albträume sehr nah beieinander liegen, dann muss daran erinnert werden, dass wir heute im Jahre 2017 über einen Begriff, eine Idee, eine Erfindung sprechen, die sich in Richtung Albtraum entwickeln könnte. Und Herr Professor Diewenich hat es bereits angesprochen. Betrachtet man dieses Jahr, dann ist das vor allen Dingen für jüngere Menschen, aber für uns alle, die wir hier in diesem Europa leben, ein Schicksalsjahr. Und ich will das nicht dramatisieren, es reicht an sich schon, was es da an Konsequenzen geben könnte. Denn wenn Frankreich Front National wählt, dann ist der Frexit vor der Tür und im Gegensatz zu Großbritannien bedeutet es das Ende des Euros, wenn ein Haupteigentümer nicht mehr mitmachen will. Träume und Albträume sind sehr nah und in der Tat merkt man, wie schnell politische Gesellschaften sich in beide Richtungen entwickeln können. Das Beispiel der Türkei zeigt, dass in einem Jahrzehnt aus einer Gesellschaft, aus einem Governance Building, eine diktaturähnliche Struktur entwickelt hat. Aber auch wenn wir innerhalb der Europäischen Union nachdenken, so müssen wir feststellen, dass ein Land wie Polen eigentlich den Rechtsstaatlichkeitsgeboten, die in der Charta der Europäischen Union als eine Grundvoraussetzung der Aufnahme definiert wird, nicht mehr ausreichend anerkennt und nicht mehr ausreichend respektiert. Gruppendynamische Prozesse sind bei Träumen und Albträumen nicht zu unterschätzen. Die Vorbilder, die teilweise salonfähig in der öffentlichen Debatte aus vielen Ländern auch in die Bundesrepublik hineinragen, aber aus der Bundesrepublik wiederum in andere Länder. Und Sie erinnern sich, als wir vor ein paar Monaten mit Frau Professor Schwan hier waren, sagte ich, während den Anfängen, wir sind schon weit drüber, spätestens seit ein paar Tagen wissen wir, dass die AfD eine Nazi-Partei ist, weil Herr Höcke nicht nur gesagt hat, was Nazi-Speech ist, sondern die Parteispitze ihm eben nicht rauswerfen will. Diese Partei hat nach seiner Rede noch einmal, was die Bundestagswahl angeht, 1% dazu bekommen. Also Träume und Albträume und wir sind bereits im Aufwachen. Ohne zu wissen, ob wir schweißgebadet aufwachen werden oder mit einem Lächeln im Gesicht. Die politische, geostrategische, aber auch innerstaatliche Entwicklung innerhalb der Europäischen Union jedenfalls tendiert zu Radikalisierung, zu einer Sprache, die in Ausschließlichkeit und im Ausschluss sich bemerkbar macht und in einer Brutalität und Vulgarität, wie sie eigentlich der Idee, dass wir respektvoll miteinander umgehen, sowohl innerhalb der Gesellschaften als auch mit anderen, nicht mehr entspricht. Und wer sich mit Friedensforschung beschäftigt, weiß, dass eines der Elemente für Friedenszukunft Demokratie ist und dass demokratische Staaten friedlicher miteinander leben, nach allen wissenschaftlichen Untersuchungen, als andere. Und dass Kooperation und Kompromiss die einzige Möglichkeit ist, um Pluralität in ein Gleichgewicht zu setzen, das zwar niemals optimal, aber oft maximal sein kann. Das Center for Applied European Studies, und ich bin sehr froh, dass der Repräsentant der Townsparkasse da ist, die uns sponsert. Und damit will ich sagen, wir sind dafür sehr offen und dankbar, versucht mit verschiedenen Impulsen die Diskussion interdisziplinär und öffentlich zu diesem Thema durchzuführen. Warum? Wir glauben, dass in einem Schutzraum wie einer Hochschule, aber auch in kulturellen Institutionen, wir sehen uns ja bald wieder im Schauspielhaus, diese Debattenkultur eigentlich schon sehr spät ist. Ob zu spät, meine Damen und Herren, wissen wir in ungefähr 110 Tagen. Nur 110 Tage werden darüber bestimmen, ob wir und unsere Kinder in einer stabilisierbaren Zukunft hier in Europa leben oder
Er nicht. Und die Gelassenheit der europäischen Mitgliedstaaten und ihrer Bevölkerung macht mich ehrlich gesagt krank. Also wird dieses Jahr vieles entscheiden und wir wollen das begleiten. Wir wollen es aber engagiert begleiten. Dieses Institut steht für diese Kooperation zwischen Menschen, Ländern und der Idee, dass Staaten, Nationen und Grenzen eine Erfindung von Menschen ist. Und wenn das eine Erfindung ist, dann spricht doch nichts dagegen, dass man weiter erfindet, weiter und in die Zukunft. Lassen Sie mich noch eine kritische Nachdenklichkeit hinzufügen, weil die Begrifflichkeiten sich verwischen. Zwischen Europa, dem Kontinent, wobei da eine ganz große Auseinandersetzung weit über die Türkei-Frage hinaus in den nächsten Jahren zu erwarten ist, und der Europäischen Union gibt es keine Symmetrie. Der Kontinent Europa ist nach wie vor weitaus größer, als die Europäische Union ist. Und der Teil, der zur Europäischen Union nicht gehört, ist weitaus undemokratischer, wenn nicht sogar totalitärer, als das, was die Europäische Union darstellt. Und unabhängig von der Türkei werden wir uns damit auseinandersetzen müssen, allerhöchste Zeit, wie wir beispielsweise mit Menschen, die aus der muslimischen Religion kommen und in Europa als Staatsbürger nicht erst seit der Flüchtlingskrise Deutsche, Franzosen, Engländer sind, weil sie postkolonial alleine schon zu Hunderttausenden und Millionen zu Europa gehören, wie wir mit dieser Frage umgehen werden. Also nicht nur der Clash of Civilization ist denkbar, sondern der Clash within Civilizations ist das, was wir erleben. Was für ein Vergnügen, wenn man einen kurzen Augenblick statt Albtraum mehr Traum erlebt. Und es ist deswegen ein besonderes Vergnügen, dass unsere Gastrednerin heute eine Vision entwickelt. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Die eine Perspektive eröffnet, die für uns alle schwer denkbar ist, schwer sich vorstellen lässt, für die meisten Politiker sowieso, weil es Machtverlust bedeuten würde. Nationaler Machtverlust. Die Bundeskanzlerin, der französische Präsident müssten zugeben, was sie eigentlich schon heute müssten, dass ein Großteil der Gesetzgebung im Europäischen Parlament stattfindet und wir Durchführungsgesetze nur noch haben. Aber sie müssten de facto und de jure Macht abgeben, um dann unter Umständen in einem neuen Parlament und einer neuen Regierung legitimierte Macht zu erreichen. Also träumen wir über Alternativen zu dem Nein. Und eine kompetente und engagierte Träumerin hält uns heute die Rede. Und dafür bin ich sehr dankbar und sehr glücklich. Herzlich willkommen.